Moin moin Leute und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Immer noch die gleiche Session. Okay, wir haben hier einen Anflug auf Schattenkomet. Ich würde sagen, das machen wir dann auch einfach mal. Oh nee, der wird dann womöglich auch in der schlimmen Galaxie sein. Beziehungsweise in der schlimmen Mission, weil sonst wäre der noch nicht angezeigt, oder? Überhol den Schatten, eiskalt. Okay, ich werde es versuchen. Okay, es ist doch nicht da. Gut. Dann freue ich mich, ja, das sieht ziemlich cool aus. Wahrscheinlich muss man da so über das Eis sliden. Ich weiß nicht, ob ich das mache oder ob ich es einfach ganz normal mit Laufen versuche, weil das ist... Ich kann wieder mal mit einer Sache nicht gut umgehen. Oh. Nämlich mit dieser Rutschfähigkeit. Ja, okay, ist gut. Ich weiß nicht, soll ich direkt hier schräg rüberspringen? Kann ich hier rüber? Ja. Okay. Hier einfach mit ein paar Weitsprüngen arbeiten, dann sollte das ja eigentlich gehen, oder? Okay, er ist uns dicht auf den Fersen. Jetzt werde ich doch mal hier zugreifen. Okay, damit... Ja, es geht. Man kann schon so einigermaßen damit umgehen. Wow, auch wenn die Kurve hier gerade ein bisschen eng war. So, okay, ich höre seine Schreie noch. Ich höre ihn noch schreien. Und jetzt hier ein Weitsprung. Jawohl, das war skillig und direkt geschafft. Das ist sogar mittlerweile der vierte Part, den ich hier in Folge aufnehme. Könnte man vielleicht merken, dass das Commentary nicht mehr so gut ist. Nach dem Part hier ist, denke ich, auch Schluss, weil, ja, es fällt einem dann nicht immer so viel noch ein, was man so sagen könnte. Der letzte Part war auch schon so ein bisschen verkorkst. Da wollte ich eigentlich darüber reden, was ich so von 3D World halte, aber kam gar nicht so richtig dazu. Weil ich mich dann wieder über den Bossgegner aufregen musste. Weil ich den nicht mag. So, dann haben wir schon den Geheimstern und den Kometen, bevor wir überhaupt die andere Mission haben. Das ist auch mal lustig. So, aber jetzt müssten wirklich coole kommen, oder? Lavaweg im Land des Eises. Das klingt schon besser. Ach nein, das ist die... Okay, die mag ich doch nicht. Verdammt. Aber hey, was war denn da nochmal? Dann ist es die letzte, die cool ist. Weil ich glaube, die ist nochmal da, wo auch der Schattenkomet gerade war. So, was muss man jetzt hier machen? Die Münze einsammeln vielleicht? Nee, das gibt nur Sternteile. Ah, okay, hier hat so Sternstücke. Nein, das Doofe ist, ne, wenn ich die Dinger hier aufmache... Dann will Mario anfangen, sich zu drehen. Beziehungsweise so zu sliden. Aber ich will das gar nicht. Aber man kann da nichts gegen machen. Dann muss ich immer erst eine Stampfattacke machen. Weil ich die Dinger sonst nicht erwische. Genau. Das ist ein bisschen nervig. Das ist mir nämlich schon aufgefallen, als ich es normal gespielt hatte. So, den Goomba, den befreie ich mal nicht. Ich bin so fies, ne? Ich lasse den einfach im Eis stecken. Naja, vielleicht ist es auch besser für ihn, wenn hier irgendwie ein schlimmes Zeitalter ist und der dann irgendwann in ein paar tausend Jahren auftaut. Ich weiß nicht, überlebt man das, wenn man eingefroren ist? Also theoretisch, wenn man eingefroren werden könnte, ohne dass jetzt irgendwie die Körpertemperatur so niedrig ist, dass man sowieso stirbt, wenn das irgendwie möglich wäre, ob das dann gehen würde, fände ich mal interessant zu wissen. Also... Und hoppa, und hoppa, und... Ah ne, hier hat's diese rollenden Stachelkugeln. Die sind mir ja gar nicht sympathisch. Und ich glaube, hier müssen wir auch wieder mit der Feuerblume arbeiten. Und die ist mir ja auch gar nicht sympathisch. Das solltet ihr mittlerweile mitbekommen haben. Wow, hoppa da. Bäh, weg. So, ich sehe da schon was. Der blitzt mir voll ins Auge. Der ist hier aber echt geschenkt an der Stelle, muss ich hier mal anmerken. Aber spricht nichts gegen. So, da brauchen wir auf jeden Fall die Feuerblume. Denn man sieht ja schon die Pfeile und ich glaube, da hinten geht es auch weiter. Ja, da geht es weiter. Bam. So. Oh, bekommen wir die hier irgendwo? Ah ja, da ist ja das Ding. Vielleicht hätte ich mir erstmal... Ah, okay, die erscheint da hinten. Ja, das ist aber nett. Wow. Wenn man diese Stachelkugeln aus dem Weg räumt, bekommt man recht viele Sternteile dafür. Und ich weiß nicht, ob ich die jetzt aus dem Weg räumen soll, weil die halten einem sowieso dann immer nur auf. Deswegen werde ich das, glaube ich, jetzt noch machen. Wir werden wahrscheinlich sowieso mehrere Versuche brauchen, um da runterzukommen. Oder?
Komm schon. Beeil dich. Du doofe Animation. Läuft die Zeit dann weiter, in der die Animation ist? Kam mir gerade irgendwie so vor. Komm schon, vielleicht schaffe ich es doch noch. Nein! Ich wollte gerade drehen. Ich habe mir ein bisschen zu lange Zeit damit gelassen. Hätte wahrscheinlich auch so funktioniert. Moment mal, hier ist ja so ein Block. Oh, ich habe schon wieder nicht geschafft, dass dann die fette Explosion von den Dingern kommt. Das schaffe ich aber echt nie. Kann mir jemand mal erklären, wie das gehen soll? Einfach den Art-Knopf komplett durchtriggern oder wie? Ich versuche nämlich immer im richtigen Moment das erst zu machen. Vielleicht ist das die falsche Lösung. Und wow, wow, wow. Geht mir alle aus dem Weg. So. Hehe, ich finde, die sehen voll cool aus, wenn die so verkohlt sind. Dann sehen die voll nett aus auf einmal. Mit ihren schönen Augen. Ah, oh, das war gerade richtig knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den noch irgendwie erwische. Ach so, hier fährt sogar eine Treppe raus. Das ist ja noch nobler. Ich hätte gedacht, da kommt irgendwie so eine Brücke, die uns irgendwie hier rüberführt. Aber wie hätte uns eine Brücke... Ach, egal. Und das Ding hier, das dreht sich also. Aha. Naja, war jetzt nicht so die Schwierigkeit. Ich weiß nicht, vielleicht kommen dann... Ich glaube, da kommen nachher noch andere Teile, die sich ein bisschen stärker drehen. Ist hier keine Münze. Und schon wieder nicht geschafft. Oh Mann. Das ist echt deprimierend. Nein. Ich glaube, hier, ja genau, hier hat so eine Stachelkugelmaschine. Ich weiß nicht, ob man hier Sternteile farmen kann. Ich glaube, irgendwie nach einer Weile gibt es dann keine mehr. Was muss ich anmachen? Das da muss ich anmachen. Auf der anderen Seite auch. Komme ich da... Wie soll ich da denn hinkommen? Au! Au, 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 au. Wie soll man da denn hinkommen? Achso, von hier wahrscheinlich. Ja, okay. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Die Münze hätte ich eigentlich gerne gehabt, aber da ist gerade wieder so viel los bei den Dingern. Und jetzt... Hopp! Hopp! Na? Wie soll man da denn hinkommen, bitte? Hallo? Bin ich gerade zu blöd, das zu kapieren, oder? Wie sieht's aus? Also, tut mir leid, ich weiß echt nicht, wie ich da hinkommen soll. Ha. Doch, von hier oben? Kann ich mich vielleicht hier draufstellen? Nein, kann ich natürlich nicht. Dumme Idee, sich aufs Feuer draufstellen zu wollen. Ja, aber ich meine, vielleicht hätte ja funktionieren können, meine Güte. Ich glaube, ach nee, ich glaube, die letzte Mission ist auch doch auch noch nicht so cool. Verdammt. So, also ich werde jetzt mich erstmal bei der linken Seite versuchen. Die rechte war ja jetzt wirklich kein Problem. Aber wenn ich die linke sowieso nicht schaffe, wenn ich die, muss ich auch nicht die rechte machen. So, wie wär's, ich bleib hier drauf mal stehen. Würde das irgendwie funktionieren? Geht aber nicht. So, damit fällt diese Möglichkeit auch schon mal weg. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Plan ist. Ich find's wenigstens schon mal großzügig, dass man hier nicht One-Hit-Down ist, wenn man die Lava irgendwie berührt. Aber dennoch, das finde ich gerade nicht in Ordnung. Was man hier von mir abverlangt. Endlich, endlich, endlich. Nein, 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 nein. Nein! Jetzt gehe ich bestimmt drauf, wetten, wetten. Ich sehe die Dinger nicht, ich sehe die Dinger nicht. Na! Oh, ich habe die Münze noch eingesammelt bekommen. Ich habe die Münze noch eingesammelt bekommen. Nein! Geht mir weg! Oh! Die sind gerade so richtig... Ja, danke. Danke, danke. Lass es einfach nur vorbeigehen. Wehe, hier kommen jetzt noch irgendwelche Gegner. Oh, da sind Münzen. Ich habe Münzen gesehen. Ich habe Münzen gesehen. Okay, was war das? Wow. Was ging denn da ab? Puh. Also da...
meine Nerven, so. Ich würde das ganz gerne andersrum drehen. Ach egal, dann springe ich einfach mit dem Weitsprung drüber. Also der Weitsprung in dem Spiel hier ist übrigens richtig Premium. Im Gegensatz zu Super Mario 3D Land. Ja, ich meine 3D Land. 3D World weiß ich jetzt nicht so genau. Okay, hier brauchen wir die... Moment mal, dich würde ich ganz gerne erstmal erledigen, weil du sonst nur im Weg wieder rumstehst. Und die Feuerblume her und wow, nicht in die Lava springen. Oh, das war richtig knapp wieder. Muss ich hier überhaupt lang? Ja doch, ich denke schon. Hallo, Plattform. Oh. Bitte. Ich will jetzt nicht sterben. Ich will jetzt nicht sterben. Oh Gott. Das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Ich will es hier nochmal anmerken. Das war richtig knapp. Lol, die Plattform hat dieses Kugelviech da irgendwie mitgerissen. Und weg da. Jawohl. Gib den Stern. Danke. Hui. Dann wäre das auch geschafft. Dann werden wir tatsächlich die Eisvulkan-Galaxie in dem Part hier abschließen, würde ich sagen. Weil die eine Mission macht, die mache ich jetzt auch noch. Auch wenn ich das Schlimmste erwarte. Es gibt da noch eine, wo man... Ich weiß aber nicht, ob die hier ist. Müsste aber... Doch, müsste schon die sein. Wobei, vielleicht... Na, entweder die nächste Mission ist richtig cool oder sie ist richtig uncool. Wir werden es gleich sehen. Ich werde es gleich sehen. Ihr werdet dann wahrscheinlich nicht wissen, was ich mit cool betitel und was nicht. Also mit cool meine ich in dem Sinne nicht, dass es eine Eismission ist, sondern... Ne? Zwischen eiskalt und glutheiß. Okay. Jawohl, das ist nicht die, die ich gedacht hätte, sondern die coole. Genau. die gefällt mir. Glaube ich zumindest. Also, ich glaube es. Hier mit solchen Mini-Sonnen könnte man das nennen. Wow, das war schon mal ziemlich knapp. Das hier sieht, finde ich, mega cool aus. So, ich glaube, wir müssen hier einfach einmal im Kreis durchgehen. Ich will mich nicht drehen, verdammt. Aber ich drehe mich immer, wenn ich diese Dinger hier kaputt machen muss. Und, oh, nicht in den Abgrund springen. Mit Pirouette wäre es wenigstens gewesen, das hätte Stil gehabt. Oh nee, es ist doch die schlimme Mission. Es ist doch die schlimme Mission. Ey, da wurde doch im Vorschaubild sowas Schönes angezeigt und dann kommt sowas hier. Nein, 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 was echt hässlich ist. So, ich glaube, wir müssen das Ventil hier aufmachen. Oder aufdrehen oder abdrehen oder wie auch immer. So, ihr kommt hier nicht nach oben. Nö, 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 nö. Und ihr habt schon gesehen, da vorne waren irgendwelche so wieder solche Teile, die man anfackeln muss. Demnach müssen wir uns von dem glutheißen Teil... eine Feuerblume mitnehmen, die wir hier schon sehen. Und dann wieder zu dem Eiskaltteil gehen. Und hier steigt die Lava ein bisschen. Okay, hier ist man sicher. Deswegen sollte man hier etwas aufpassen. Aber auch nur ein bisschen, ne? Ich meine, so ein bisschen Lava am Arsch. Das ist ja auch nicht so schlimm. Kann ich mir jetzt nicht so schlimm vorstellen. Nein, 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 nein. Wie komme ich da denn rein? Muss ich hier irgendwie... Ah, da ist ein Ventil. Da ist ein Ventil. Oh, da fällt mir ein. Ventil beinhaltet den Buchstaben Enti. Also, den Namen Enti, der hier hoffentlich auch zuschaut. Könnte ich mir vorstellen. Muss aber nicht sein. Wenn ja, dann schreib das. Schreib das. So, ich hätte ganz gerne eigentlich noch eine Münze gehabt, aber da gebe ich jetzt einen dicken Haufen drauf. Und hol mir doch keine. Denn... ich muss jetzt nur noch anfackeln. Aber ich glaube, hier muss man sich echt beeilen. Nach da hinten kommen. Nein! Warum? Danke. Danke, danke, danke. Komm schon. Ja! Direkt auf Anhieb geschafft. Das ist auch nicht immer der Fall. Ah, okay. Wir kommen doch noch zu dem Teil hier. Ich habe schon gedacht, warum haben die den denn gezeigt, wenn man da gar nicht hinkommt. Aber man kommt doch noch hin. Dann bin ich ja beruhigt, ne? Dann bin ich ja beruhigt.
So, und wir brauchen natürlich die Eisfähigkeit, um über diese Lavateile hier laufen zu können. Das Problem hier ist dann wieder nur, wir können nicht diese schöne Drehung hier machen, zumindest nicht gescheit. In dem Sinne, wie ich, also ich definiere gescheit jetzt unter mal darunter, dass man sich drehen können muss mit dem Ding. So, oh. Drehende, fahrende Plattform. Drehen tun die sich nicht. Nein, Patrick, das ist falsch. Oh Gott, hui! Ach so, okay, hier muss man, das ist ja fliegender Wechsel, ey, das ist ja fies. Ach komm, ey, das hätte man doch echt nicht sehen können, dass da oben keine Plattform ist. Ey, das... das war wieder so ein unnötiger Tod, ne? Aber egal. Fails sind bei mir ja... ist man bei mir ja gewohnt, oder nicht? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Allein, wenn man den letzten Part gesehen hat. So. Wow, das war schon wieder ein bisschen knapp gerade. Komm schon. Sieh! Ich könnte, glaube ich, hier auch diese Drehung machen. Ob das jetzt eine gute Idee war, ich weiß es nicht. Nein, war es nicht. Und ich falle wieder an derselben Stelle runter. Ich glaub's nicht, ey. Gott, die Stelle ist verflucht. So, nächster Versuch. Diesmal werde ich da ein bisschen mehr aufpassen. Ja, ein bisschen mehr aufpassen und dann fliegt er runter, ne? Ne, an der Stelle, habe ich ja auch gesagt, nur. Also nur an der Stelle, ansonsten werde ich natürlich genauso schlecht spielen wie immer. Aber an der Stelle werde ich diesmal aufpassen. So, zieh an. Das war schon wieder ein bisschen riskant. So, ich will jetzt nicht ganz oben springen, sondern erst hier. Ja, geht doch. Okay, da hinten ist schon der Stern. Ich glaube, wir müssen es nur noch bis da schaffen. Ich weiß nicht. Soll ich hier den Weitsprung jetzt nochmal wagen? Ich wage es. Und fliegt daneben. Ich bin zu weit gesprungen. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der Sprung wird zu kurz. Aber nein. Springe ich zu weit. Nächster Versuch. Das ist eigentlich so eine einfache Stelle, würde man das einmal gescheit machen. Aber ich bin halt, ich sag mir halt, no risk, no fun. Das ist mein Motto, ne? So, wow. Ich glaube, den Spruch kennt auch wirklich jeder, oder? Ich glaube schon. So, hui. Wo war das denn nochmal? Bei TV Total kam das irgendwann, glaube ich, mal. Insgesamt diese kurzen Ausschnitte von TV Total immer, die sind ja legendär. Die meisten zumindest. Zumindest was bei uns so... also... In meiner Gang. Das klingt so dumm. So. Ich möchte das jetzt aber mit einem Weitsprung hier machen. Dankeschön. Geht doch. Dann haben wir jetzt auch hier die perfekte Partlänge für Super Mario Galaxy. So 18, 19 Minuten ist da Bombe. Weil dann sind die Dateien ungefähr so groß wie ein 10-minütiger Mario Kart Wii Part oder ein 11-minütiger oder ein 12-minütiger. Wie die ja bei mir auch immer so ungefähr sind. Und demnach ist das dann ausgeglichen. So, okay, speichern auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder in einer neuen Session und ja, tschüss.